Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit. Die neue Woche ist da und damit habe ich wieder einige Top-News für Sie. Worum geht es heute? Klimaabkühlung, LNG-Kostenexplosion, digitaler Flop-Euro, Zentralbanken-Goldkäufe und am Ende eine sehr ermutigende Nachricht bzw. Statistik zum Silber. Es geht aber los mit Fake-Ärzten und der Bahn. Im November letzten Jahres starb die Schwester des Arztes Robert Honeyman an Corona, so schrieb er auf Twitter. Sein Tweet wurde bis zu 3000 Mal geteilt und 43.000 Mal geliked. Einen Monat später schrieb Honeyman, dass sein Mann ins Koma gefallen sei, nachdem er mit Corona ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Auch hier drückten zahlreiche Menschen ihr Beileid aus. Es gab jedoch ein Problem. Honeyman war nicht real. Das Bild in seinem Profil stammt von Depositfotos. Der komatöse Patient, der Arzt Patrick C. Honeyman, war ebenfalls eine Fälschung. Der Mann auf seinem Foto entpuppte sich als Versicherungsfachmann. Komm schon, China, hört auf zu protestieren. Ich wünschte, wir hätten hier ähnliche Maßnahmen, schrieb Robert Honeyman am 27. November. Es ist leicht zu erraten, warum diese Konten eingerichtet wurden. Auf Twitter gab es ein ganzes Netzwerk von angeblichen Notaufnahmeärzten, die sich als Teil der Transgemeinschaft identifizierten, die ständig Patienten an Covid verloren und Tausende von Retweets erhielten. Nur, dass es sie nicht gibt. Sicherlich eine Covid Intelligence Operation. Kommen wir zur Bahn. Bahnbetriebsrat meutert gegen Maskenpflicht. Eine Zuschrift an Reit Schuster. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, über die Sinnhaftigkeit der FFP2-Maskenpflicht in unseren Zügen möchten wir uns an dieser Stelle gar nicht auslassen, denn hierzu dürfte größtenteils Konsens bestehen, dass dies eine sinnfreie Entscheidung der Regierung darstellt. Da es sich um eine Regelung mit Gesetzescharakter handelt, ist sie halt da. Uns geht es in dieser Betriebsratsinformation darum, dass ihr die Regel an Bord der Züge nicht umzusetzen habt. Für die Umsetzung ist die Bundespolizei zuständig, ihr seid da völlig raus und müsst euch auch von Reisenden, welche die Umsetzung von euch einfordern, nicht dazu nötigen lassen. Der Teil der Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter ist, per Ansagen an Bord auf die FFP2-Maskenpflicht hinzuweisen. Kommen wir erneut zum Klima. Auch hier bröckelt das Kartenhaus. Studie zur Abkühlung des Nordatlantiks bringt die Klimaschwindler in Verlegenheit. Eine bereits im Juli im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlichte Studie hat nachgewiesen, dass eine Abkühlung des Nordatlantiks und damit eine Abschwächung der nordatlantischen Oszillation bevorsteht, die zu einer globalen Temperaturentwicklung führen dürfte, die der des Zeitraums von 1950 bis 70 entspricht. Damals kam es zu einer Abkühlungsperiode. Um allerdings mit solchen ketzerischen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufwarten zu können, ohne sogleich dem Scherbengericht eines politisch gesteuerten Mainstream-Wissenschaftsbetriebes anheimzufallen und als klimaskeptisch oder leugnerisch verschrien zu werden, müssen solche Erkenntnisse heute natürlich irgendwie in Einklang mit den UN-Klimanarrativen gebracht werden. Im vorliegenden Fall geschah dies, indem die Studienautoren ihre Untersuchungsergebnisse geschickt in konstruktive Lösungsvorschläge verpackten. Ihre wissenschaftlichen Untersuchungen böten nämlich die Möglichkeit, noch vor der ab etwa 2050 einsetzenden neuen Erwärmungsphase technische, wissenschaftliche und politische Lösungen zu erarbeiten. Tenor, na klar erwärmt sich die Erde, keine Sorge, aber vorher gibt es eine Verschnaufpause durch die Abkühlung. Und die sollten wir nutzen. Tatsächlich bestätigt die Studie einmal mehr, dass die simple Vorstellung eines linearen Zusammenhanges zwischen mehr CO2 und höherer Durchschnittstemperatur nicht zu halten ist, dass es hochkomplexe, multifaktorelle Einflüsse gibt und die Klimamodelle offenbar so wenig verstanden sind, dass nicht einmal gesagt werden kann, ob für die nächsten Jahrzehnte nun eine Erwärmung oder Abkühlung droht. Weiter zu dem Thema. Zwei jüngere Studien aus dem Jahr 2020 und 2022 sehen keine drastischen Temperaturveränderungen in der Südpolregion. So konstatierten die Forscher Singh und Polvani in ihrer 2020 veröffentlichten Studie, der antarktische Kontinent hat sich in den letzten 7 Jahrzehnten nicht erwärmt, obwohl die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre monoton angestiegen ist. Zwar gab es in der Westantarktis vor der Küste einige wärmere Zonen, doch in der östlichen kontinentalen Hälfte wurde es großflächig betrachtet sogar etwas kälter. Cynthia Bello und zwei ihrer Forschungskollegen haben in ihrer erst im April 2022 im International Journal of Climatology ebenfalls eine Abkühlungsperiode während der letzten Dekaden festgestellt. Sie schreiben auch, die statistische Analyse der mittleren Temperaturen bestätigt bei den meisten Wetterstationen, deren Daten wir analysiert haben,
Einen Trend zur Abkühlung im Sommer und bei den mittleren monatlichen Höchsttemperaturen in den 1990er Jahren. Also auch hier alles weit von dem entfernt, was die Klimafanatiker in den letzten Jahren behauptet haben. Diesen Artikel hier bringe ich Ihnen als Linkhinweis mit in der Box an. Sehr lang, aber extrem lesenswert. Gleich kommen wir zum LNG-Desaster. Zunächst vielen Dank unserem Videosponsor Fission 3.0. Sie wissen, es gab kürzlich herausragende Bohrergebnisse auf dem Patterson Lake North Projekt. Und hier wird man weiter bohren. Es bleibt also sehr spannend. Uran war im vierten Quartal 2022 einer der am besten performenden Rohstoffe. 2023 dürfte der Preis dank der Nachfrage aus Asien weiter steigen. Eines der Unternehmen, das seit Ende November an der Börse für Furore sorgt, ist Fission 3.0. Damals verkündete es im Athabasca-Bassin einen der hochgradigsten Uranfunde der letzten Jahre. Trotz der Verdoppelung des Aktienkurses seitdem notiert die Firma noch immer nur bei rund 80 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Diese dürfte bald steigen. Mehr zum Unternehmen Fission 3.0 erfahren Sie auf der Homepage www.fission3corp.com sowie bei aktien.news. Kommen wir zum Gas. Es ist wohl genügend vorhanden, nur der Preis, das ist die Frage. Deutschlands LNG-Strategie und der Elefant im Raum. Fatal ist der Trugschluss, der Wechsel von russischem Erdgas zu LNG sei nur deshalb teuer, weil die LNG-Terminals sehr kostenintensiv sind. Hier wird dann gerne auf die Kostensteigerungen beim Bau und der Charter der Terminal-Verflüssigungs- und Transportkapazitäten verwiesen. Hierfür wurden ursprünglich 3 Milliarden Euro eingeplant, nun sind die Kosten bereits auf rund 10 Milliarden gestiegen. Das ist jedoch mit Verlaub nur ein Fliegenschiss, wenn es um die gesamten volkswirtschaftlichen Kosten der Sanktionen und des Ersatzes russischer Erdgaslieferungen geht. Die 10 Milliarden Euro verteilen sich nämlich auf den gesamten projizierten Betriebsraum und der reicht zum Teil über 15 Jahre. Viel dramatischer sind die Mehrkosten für den Energieträger selbst und hier sprechen wir nicht über 10 Milliarden Euro verteilt auf 15 Jahre, sondern über bis zu 250 Milliarden Euro pro Jahr. Und selbst das ist nur ein Teil des volkswirtschaftlichen Schadens, der eine indirekte, schwer zu prognostizierende Größe ist, die sich vor allem aus den konjunkturellen Schäden ergibt, die aus den Energiepreissteigerungen resultieren. Es geht bei der Betrachtung nicht primär darum, ob physisch genug Gas da ist. Das sollte wohl machbar sein. Ob dieses Gas dann jedoch auch bezahlbar ist, ist offen. Also wir haben sicherlich keine Gasmangellage, aber der Preis. Schauen wir mal bei Trading Economics nach. Hier sehen Sie den aktuellen Preis, 71 Euro pro Megawattstunde, also deutlich gefallen, aber immer noch um einiges höher als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Kommen wir zum Digitalgeld. Warum wir keinen digitalen Euro brauchen? Ja, die Europäische Zentralbank will uns ans Bargeld. Nein, sie will es uns nicht wegnehmen, sie will es digitalisieren. In Zukunft können Bargeld aus Scheinen, Münzen und dem digitalen Euro bestehen, also dem digitalisierten Bargeld. Daran arbeitet die EZB eigentlich schon seit 2019. Nun steht das Novum wieder zur Diskussion, denn im Herbst dieses Jahres soll die Entscheidung fallen. Finanzminister Lindner hat die bevorstehende Einführung bereits als Teil eines großen Innovationssprunges bejubelt. Bargeldloses Bezahlen ist in Deutschland heute schon bequem und sicher. Niemand vermisst hier einen digitalen Euro, oder? Warum noch ein Konto, fragt man sich. Die Antwort der EZB, der digitale Euro sei sicherer als die normalen Einlagen. Diese seien lediglich ein Anspruch gegenüber der Bank. Die digitalen Euros wären wie Bargeld ein Anspruch gegenüber der Zentralbank. Stattdessen sollten Sie, die Zentralbanker, ein anderes Problem erkennen. Wer in Europa bargeldlos bezahlt, ist auf amerikanische Datenkraken angewiesen. PayPal, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay. Der Markt wird von den USA dominiert. Zahlungssysteme sind kritische Infrastruktur. Statt eines digitalen Euros bräuchte es also ein europäisches Zahlungssystem. Am besten ein europäisches PayPal. Aber Sie wissen, dass es darum nicht geht, sondern um ein programmierbares Geld, das man entziehen kann und mit bestimmten Eigenschaften ausstatten kann, wie zum Beispiel einer ständigen Entwertung. Kommen wir zu Gold und Silber. Gold bleibt gefragt. Die People's Bank of China hat ihre Bestände im Dezember um 30 Tonnen aufgestockt, Gold, wie sie am Samstag auf ihrer Webseite mitteilte. Dies folgte auf die Aufstockung im November um 32 Tonnen, die der erste gemeldete Zufluss seit September 19 war. Davor war der letzte Anstieg im Oktober 2016 zu verzeichnen. Mit den jüngsten offiziellen Käufen steigen die Bestände des Landes auf insgesamt 2010 Tonnen.
Mit seinen aggressiven Käufen im Dezember war China wahrscheinlich erneut der größte Käufer des gelben Metalls auf dem offenen Markt. Nach Angaben des World Gold Council kauften die Zentralbank im Laufe des Monats netto weitere 50 Tonnen, was einem Anstieg von 47% gegenüber den 34 Tonnen im Oktober entspricht. Die türkische Zentralbank setzte ihre Goldkäufe im November fort und stockte ihre offiziellen Reserven, Zentralbank und Schatzamt, um weitere 19 Tonnen auf. Damit stiegen die Netto-Goldkäufe der türkischen ZB im vergangenen Jahr auf 123 Tonnen, der größte von einem Land gemeldete Wert, und die offiziellen Goldreserven auf 517 Tonnen. Und nun noch eine sehr interessante Grafik zum Silber für Sie. Gemessen an den registrierten Silbermengen der COMEX in den Tresoren war das Jahr 2022 bei weitem das Jahr mit den größten Entnahmen an der COMEX. Sie sehen hier von 2002 bis 2022 die Verläufe der registrierten Silberbestände. Das Jahr kann ich hier zwar nicht zuordnen, aber rot ist 2022. Und da hat es mit Abstand am meisten abgenommen. Also hier passiert was. Das Zitat für heute. Damit bin ich wieder am Ende. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und wir sehen uns Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.